Gefräßige Baggerschaufeln schlingen Land. Sie fressen die Erde des rheinischen Braunkohlenreviers in sich hinein. Sie benagen die Bruchkanten der Tagebaue. Unaufhörlich, unersättlich. Sie liefern das Material, aus dem über ein Drittel des Strom kommt, den die Bundesrepublik erzeugt. Im Dreieck zwischen Köln, Aachen und Mönchengladbach tun sie ihr Werk. In zwei Tagebauen der Gruppe Nord, in einem großen der Gruppe Mitte, in zwei Tagebauen der Gruppe West, nördlich von Eschweiler und an weiteren Abbaustellen zwischen Frechen, Kerpen und Brühl. Wir wollen uns zunächst einmal den größten, derzeit betriebenen Tieftagebau in der Gruppe Mitte ansehen. Er heißt Garsdorf Fortuna. Seine Begrenzung wird ersichtlich aus der kräftigen Umrisslinie in unserer Grafik. Dass in diesem Gebiet überhaupt Braunkohle abgebaut werden kann, ist möglich geworden durch ein umfangreiches Umsiedlungsprogramm. Die Oberfläche musste für die Kohlenförderung freigemacht werden. Wo sich heute in Gruben von imposanter Ausdehnung und Tiefe die größten Bagger bewegen, die die Technik bisher hervorgebracht hat, standen 40 bis 60 Meter höher einmal Dörfer. Im ehemaligen Garsdorf hat sich die Bruchkante des Tagebaus bis dicht an die alte Schule herangeschoben. Garsdorf ist heute ein totes Dorf. Noch in diesem Jahr wird die Umsiedlung hier abgeschlossen sein, sieht man von einigen Bauernhöfen ab. Nur hin und wieder sind noch Abbrucharbeiten im Gange. Seit dem ersten Umzug der Familie Seewendt am 29. Oktober 1963 ist nahezu der ganze Ort nach Rath gezogen. Wenn die Bagger hierher kommen, in diesem Jahr vielleicht, werden sie nur noch Trümmer vorfinden, Überreste einer langen Phase der Zivilisation. Das Land um Garsdorf hat seine Gestalt verloren. Es ist wüst und leer. Aber es wird wieder fruchtbar sein. Vorerst herrschen die Bagger. Und darum haben aus dem Tagebaugebiet Fortuna Garsdorf weichen müssen, mit Garsdorf auch Frauweiler nach Rath. Einige Häuser von Glesch über die Erft hinweg, Wiedenfeld nach Bergheim. So sah es in Garsdorf aus, bevor die Umsiedlung begann. Vornehmlich kleine Häuser, lichtarm, enge Zimmer. Sanitäre Einrichtungen, wie man sie um die Jahrhundertwende kannte. Badezimmer hatten Seltenheitswert. Dafür aber hing die Erinnerung in den Mauern. Das war für die Alten ein nicht zu unterschätzender Faktor. Aber die Jugend sah nicht hier ihre Zukunft, sondern in einem neuen Dorf. Und nicht anders die Situation in Frauweiler, wo mit der Umsiedlung erst begonnen worden ist, wo 300 Familien noch auf den Schritt ins neue Heim warten, wo 1970 aber alles vorbei sein soll. Frauweiler wächst mit Garsdorf und dem schon vorhandenen Rat zusammen. Wiedenfeld schließlich gibt es nicht mehr. Was sich hier dem Auge des Betrachters bietet, ist längst verschwunden. Archivmaterial. Nur noch wenige Landwirte warten auf die Umsiedlung. Wiedenfeld ist ganz nach Bergheim eingegliedert. Bis 1988 reichen die Planungen der rheinischen Braunkohlenwerke für Verlegungsaktionen in den zurzeit aufgeschlossenen Tagebauen. All das aber Bilder der Vergangenheit. Diese Bagger haben die Schicksale von vielen tausend Menschen in Bewegung gebracht. Doch deren Einstellung zu den Umsiedlungsvorhaben ist anders geworden. Die Skepsis, ja die offene Ablehnung, ist einer weitgehend positiven Beurteilung der Situation gewichen. Die weiten Gruben der Tagebaue sind für viele zu Hoffnungszeichen geworden. Wir vervollständigen unseren Überblick. In der Gruppe West mit dem Tagebau Zukunft West werden Obermerz und Langweiler voraussichtlich bei Kinsweiler angesiedelt. Laurenzberg und Lürken sollen nach Dürwis eingemeindet werden. Lohn und Pützlohn erhalten ihren Standort bei Fronhofen. In der Gruppe Nord des Tagebaus Frimmersdorf werden Elfgen und Belmen nach Grevenbruch eingegliedert. Morken und Harf vor den Toren von Kaster neu erbaut. Zu 20% ist die Umsiedlung erfolgt. Die Bewohner der Stadt Kaster, einer der kleinsten deutschen Städte, sehen die Entwicklung jenseits ihrer Stadttore nicht in ungeteilter Freude. Zwar ist ihnen eine Umsiedlung erspart geblieben, weil die rheinische Braunkohle den Wünschen des Landeskonservators nach Erhaltung der Stadt folgen musste, aber sie hoffen doch jetzt sehr auf eine Sanierung des Ortes, damit sie sich nicht gegenüber den vielen Neubauten in unmittelbarer Nachbarschaft zu sehr zurückgesetzt fühlen.
Die Verbesserungen für eine Gemeinde sind auch dann schon evident, wenn sich das Bild des neuen Ortes erst formt. Die dörflichen Wohnverhältnisse werden saniert, vorzügliche Gemeinschaftseinrichtungen geschaffen, der Verkehr kann in bessere Bahnen gelenkt, Wasserläufe können reguliert werden. Die Weiträumigkeit der städtebaulichen Anlage besticht an einem solchen Ortsbild. Allerdings scheint uns Wachsamkeit geboten, dass nicht architektonische Eigenmächtigkeiten das mögliche Idealbild verwässern. Umgesiedelt werden in diesem Jahr noch Oberschlag und Gennberg in den Raum Kaster. Königshofen, das dort auch seinen Standort erhalten sollte, wehrt sich entschieden dagegen. Der Gemeinderat verwarf diesen Vorschlag. Neue Überlegungen werden folgen müssen. Allerdings wird es den Königshofenern kaum möglich sein, den Weg der Mödrather nachzuvollziehen. Mödrath ist inzwischen völlig umgesiedelt. Es war auch eines jener traurigen, unansehnlichen Dörfchen, wie diese Archivbilder beweisen. Heute gibt es nur noch eine Tankstelle, dahinter gähnt der Abgrund. Nur über die Straße hinweg führte der Weg nach Neumödrath. Was dabei für die Sanierung des Ortsbildes herauskommt, geht aus diesen beiden Grafiken deutlich hervor. Aus Unordnung wurde Klarheit. Und für die Einwohner von Neumödrath ist in den neuen Häusern mehr Platz. Keines hat weniger als 300 Kubikmeter umbauten Raumes. Jede Familie hat eine durchschnittliche Wohnfläche von 87 Quadratmetern. Dass sie sich wohlfühlen, beweist auch diese Stimme. Das Beste konnte es überhaupt nicht passieren. Die Umsiedlung hat so zu tun, wir sind alle mal glücklich. Wenn der andere nicht gefällt, aus der Welt haben wir. Nur 17% glauben, dass die Nachteile der Umsiedlung die Vorteile überwögen. Das sind die Tatsachen der Neuordnung im Braunkohlenrevier, so wie sie sich uns darstellen. Aber es gibt auch große Probleme. Es gibt die Sorge, ob alles getan worden ist, eine einheitliche Planung für diesen Raum sicherzustellen, der den Planern eine so große Möglichkeit dazu eröffnet. Diesen Fragen wollen wir in unserem nächsten Bericht nachgehen.